Ich höre schon die Buhschreie da draußen von einigen. Buhen, Russe, OP-Klasse, OP-Tanks. Ich sag nur Bullshit. Aber der ES-7 ist ein geiler Panzer. Ohne Frage. Und dementsprechend zeige ich euch den heute mal wieder. ES-7 war, wie die meisten oder zumindest mal einige von euch wissen, einer der Panzer oder der erste Zehner überhaupt, den ich in dem Spiel besessen habe. Und von dem her ist es natürlich für mich eine, ja, Los geht's. eine schöne nostalgische Erinnerung an diese Zeit, ich als Newbie bei World of Tanks. Und irgendwann hatte ich ihn dann und dachte mir, jetzt kann mir keiner mehr was. Ja, doch, konnten sie. Eigentlich alle. Aber egal, trotzdem ein toller Panzer, schöner Allrounder. So eine Mischung aus gefühlt eher so ein bisschen mittlerer Panzer und schwerer Panzer. Und von dem her hat er hier natürlich Glück, dass er hier Top-Tier ist. Tier 10 im 9er und sogar 8er Gefecht. Klippe heißt die Karte und er spielt alleine der MiG-1980. Ohne Zugpartner. Ganz allein, der arme MiG. Naja, dafür wurde er als Top-Tier belohnt. So hat es auch sein Gutes. Und ungewöhnlich erfahrt hier unten die Einsatzfeierlinie lang. Die machen dann doch eher normalerweise. Oh, da ist doch schon der erste Zenturion. Das machen doch normalerweise eher so die mittleren Panzer hier unten. Also die schweren Jungs, die gehen normalerweise eher so da wirklich die 8er, 9er Linie entlang. Ne, nicht MiG. Der denkt sich, egal was die anderen machen. Ich hol mir den Centurion. Ja, so leicht kann es gehen. Der Gegner hat es eher klassisch gemacht hier mit T-55 und Centurion 7-Eintel. 7-1 natürlich. Da, jetzt ist der T-55 vielleicht im Reload. Jetzt kann er hier die beiden unterstützen. Beziehungsweise leider der T-54 schon zerstört. Aber zumindest das Objekt noch. Und ja, da war er weg, der T-54-1. Jetzt nur noch der Centurion hier. Die Gun Depression ist so ein bisschen ein Nachteil vom Panzer, aber der ging voll durch die Panzerung, sag ich da nur. Hier vorne ist so ein. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da kann man mal schon ganz gut Kloppe vom Gegner bekommen. Aber hier macht er das ganz routiniert, nimmt ihn raus, fein. Da hinten der FV, den muss man natürlich aufpassen. Das Objekt bekommt hier ordentlich eine drauf. Ne, der ging im Boden. Hat nämlich auch ein One-Shot auf den T-55 werden können. So, und da jetzt ein gegnerischer IS-7. Kappa E50M, schreibt der FV. Fuck you, incest bastard, schreibt der E50M. Ja, ich sehe schon einfach die gute Laune und die Liebe wabert im Spiel World of Tanks immer wieder hoch. Ja. Da glaube ich, braucht man sonst nichts mehr weiter dazu sagen. Der Diss gehört irgendwie allgegenwärtig zu den Wargaming-Titeln. Ich würde mir so ein Belohnungs- oder ja, ein freundliches Kommentarsystem wünschen, wo auch wirklich noch sozusagen Spieler für gutes Verhalten gelobt werden und das auch was bringt, gefühlt, oder so ein Tribunal wie bei League of Legends. Das fand ich da doch sehr cool. Und so viel Diss wie hier bei World of Tanks gibt es da nicht. Aber vielleicht arbeitet Wargaming da ja an irgendwas. Begrüßenswert wäre es auf jeden Fall. So, was macht er jetzt? Fahrt er da jetzt unten alleine runter? Das wäre natürlich spannend. Kann man aber mal machen. Der Gegner wäre überrascht. Der WZ wird es auf jeden Fall sein, dass er sich das denkt. Oh, ich war doch hier allein. Jetzt hat er geschossen, dementsprechend. Oh, da bekommt er eine dicke Kelle vom Rheinmetall, der da hinten noch campen sitzt. Der hat sich natürlich jetzt darauf gefreut, dass der ES-7 hier rumdrückt. Jetzt kann er hier aber mit dem Stein ein bisschen arbeiten. Nur der Rheinmetall ist halt auch nicht aufgegangen beim Schuss. Jetzt fahrt er nochmal vor, kriegt nochmal eine vom Rheinmetall wahrscheinlich. Ja, aber diesmal prallt der Rheinmetall Gott sei Dank ab. So, jetzt kommt er vor. Die AT ämmt jetzt hier auf dem WZ um. Zeigt es hier gut an. So, jetzt trifft er hier.
Ja, Arti hat noch 10 Sekunden Reload. Hier würde ich jetzt übrigens kein Premium für den schießen. Arti hält rein, trifft ihn und dementsprechend kann er den Nachschuss setzen und macht ihn weg. Gute Kooperation von der Arti und ihm hier. Die Arti trifft jetzt auch hier nochmal den Tiger. Ist natürlich das, was die 10er Arti so ausmacht. Das Magazin. Dass er da einfach mehrere Male hintereinander sich austoben kann. So, jetzt hat er hier die beiden weg. Mich würde es aber wundern, wenn er da jetzt weiterfahrt, weil der Rheinmetall ist halt noch irgendwie allgegenwärtig. 9 zu 8 steht's. 5 Kills hat er schon auf der Uhr und 4000 Schaden gemacht. Er schreibt, die Arte schreibt: Hey Mick, sag danke für meine Hilfe. Ja, nicht ganz unrecht. Hat die Arti gut gesehen, dass er da so alleine ist. War auch wichtig, war aber auch natürlich für die Arti wichtig, weil wenn da unten die Einsatzweihelinie offen ist und der Gegner durchfahren kann, dann ist er natürlich auch schnell Matsch. So, da ist ein E5. Trifft er ordentlich, macht einen guten Schaden. Das heißt, man hat einen sehr vernünftigen Reload mit einem vernünftigen Alpha-Schaden. Also er ist wirklich, der IS-7 ist wirklich einfach ein guter Allrounder. So, der war knapp, dass der noch getroffen hat. Irgendwie, ich glaube, der FV-215B, der hat so ein Talent dafür, dass er nicht gemocht wird mit dem Panzer. Auch wenn er mittlerweile schon zerstört ist. So, da der E100, der wartet schon drauf. Kommt hier nicht durch, na. Dafür ist der Durchschlag zu wenig, als dass man dem E100 hier mit der Kanone mit Normalmunition durch den Helm schießen kann. Das wird da nichts. So, jetzt alle ein bisschen aufgeteilt. Der E50 bisschen weg, der E100 weg von seinem Teampartner. Der Rheinmetall steht immer noch da unten, die Arti ist da hinten. Also ein bisschen sehr gesplittet. Die Arti hier hat noch 66 Sekunden Reload, also seine. Jetzt dürfte er aber, genau, er nimmt jetzt mal die Badshot-Arti raus. Sehr wichtig, immer auch notwendig, dieses Übel wegzubekommen. Jetzt da dahinter halt der E100. Und der E100 nimmt leider den E75 raus. Jagt er natürlich und stellt dem R100 hinterher, ganz klar. Da ist er auch schon. Mit dem Heck zu ihm, das dürfte eigentlich, genau, eine sichere Nummer sein, den auszuschalten. Eine sichere Bank, würde ich sogar fast sagen. Und jetzt lediglich noch der Rheinmetall. Und der FV schreibt: Have fun with your 8 kills, IS-7, well played. Und sagt sogar, dass er wenigstens ein bisschen Gehirn hat. So, jetzt aber wie gesagt, der Rheinmetall, der kann schon noch unangenehm wirken. Zwei Treffer, zwei Durchschläge und auch dann ist so ein IS-7 Matsch mit 1400 Struktur. Arti hält schon auf H1. Eine Radley Walters ist noch drin. Dafür braucht er allerdings den Killshot. Und jetzt hier mit Schwung drauf. Ah, doch nicht. Hätte ich gedacht, vielleicht mit Schwung einfach mal so ein bisschen. Jetzt ist er schon offen direkt. Vielleicht will er ihm einen Schuss rauslocken, dass er zumindest da ein bisschen besser drauf kommt. Jetzt will er wohl spotten.
Der FV schreibt lustigerweise, er nutzt die falsche Kanone, die mit 750 Schaden, er kann dich nicht durchschlagen. Aber wir haben vorher schon gesehen, das kann er wohl doch. Hat jetzt hier noch ein bisschen Respekt. Er schreibt auch, er war der Einzige, der Schaden an mir gemacht hat. Okay, jetzt ist die Arti ready. Dementsprechend geht es jetzt auch rund. Schön gewartet, auch da nicht irritieren lassen vom Gegner. Da ist er doch. Oh, jetzt durchschlägt er nicht. Er verschießt. Arti hält rein. Oben auf dem Deckel mit der HE. Immer oben auf dem Turm. Nein, doch nicht so weit tief unten. Oben. Mann, Mann, Mann. Bisschen mehr Ruhe, bisschen mehr Konzentration. Dann läuft es auch da. Einfach auf da, genau. Ja, ideal. Da, 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 da. Genau, dann macht es auch Schaden. Hätte er vorher besser getroffen, wäre das jetzt schon der Kill gewesen. Und nun aber macht er ihn weg. Und in einer wunderschönen Explosion entledigt sich der Rheinmetall hier seines Lebens. Er macht die Radley Wolters klar. Über 7000 Schaden, was abgeblockt und einfach gut allrounded, so wie sie es gehört. Ich sag E7 von mir einfach nach wie vor ein sehr erstrebenswerter 7er Panzer, 10er Panzer ES7 hier im Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.